Hallo Hallöchen, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Meine Kamera spinnt schon wieder. Ich möchte hier gerne eine Schale draus machen. Das ist die Geodeform von Molds & Shapes. Ich habe mir jetzt hier meine fünf verschiedenen Rottöne von Octopus bereitgelegt. Mache jetzt hier mal verschiedene Blumen rein. Hier möchte ich vielleicht ein bisschen größere machen. Hier mal zwei Tropfen rein. Das ist das Grape Juice. Dann habe ich hier Sweet Cherry. Ich hoffe, dass die Kamera jetzt... Ja, ich glaube, es klappt. Sweet Cherry. Na, meine Farben... Ich habe beim letzten Video schon gesagt, meine Farben sind beleidigt. Die sind eingetrocknet, weil ich sie schon so lange nicht mehr benutzt habe. Keine Ahnung, warum. Genau, das ist jetzt das Sweet Cherry. Machen wir jetzt mal hier einen Tropfen rein. Ich muss einfach mal probieren, was ich jetzt hier mache. Das Melon. Also immer gut schütteln, dass die Pigmente sich gut verteilen. Melon, ein Tropfen. Melone. Das ist auch gleich eher so Richtung Orange, Braun. Dann habe ich Strawberry. Erdbeerrot. So, machen wir mal hier. Genau. Ich habe die Oberfläche angeföhnt, damit die Pigmente sich gut verteilen. Also, damit das Resin-Ink sich gut verteilt. Ihr seht, es arbeitet schön. Jetzt habe ich noch Beetroot. Rote Beete. Muss das mal kurz hier ein bisschen abwischen. Okay, und wo mache ich das rein? Beetroot machen wir mal hier. Und vielleicht hier noch eins. Genau. Ja, ich lasse es ein bisschen unregelmäßig. Möchte nachher vielleicht noch grüne Blätter reinzaubern. Das arbeitet jetzt schön. Also der Effekt bei den Formen ist ja immer, dass sich das Harz dann da beim Trocknungs- oder beim Härtungsprozess in die Mitte zieht. Mal schauen, wie es wird. Ich habe jetzt mir hier meine weiße Pigmentpaste schon angemischt. Der Beutel wird auch schon warm. Ich benutze das Mastercast, wie eigentlich meistens für meine Blumen. Ich habe das in den Spritzbeutel reingefüllt. Und schauen wir mal, wie dick ich das möchte. Wie dick ich das jetzt aufgeschnitten habe. Okay, bisschen, vielleicht ein bisschen zu dick. Egal, ich gehe jetzt hier mal in Spiralen rum, mache mir quasi meine magischen Blumen, wie ich sie für mich so benannt habe. Genau, einfach hier so weit es geht. Ihr könnt es voller oder leerer gestalten, wie ihr möchtet. Dann die nächste. Bin gespannt, ob es nachher dann noch als einzelne Blumen erkennbar ist oder ob sie das dann zu einer großen Blüte verarbeitet quasi. Ich habe ja hier verschiedene Farben genommen, dann kann man es ein bisschen differenzieren. So, ich versuche das mit Weiß abzuschließen. So, nächste. Das sieht schon aus wie so ein Ei. Verändert sich. Der Vorteil bei den Temperaturen momentan ist, dass man es schnell ausformen kann, beziehungsweise wenn ich es in eine Schale reindrücke, dann kann ich denke, vielleicht nach 4-5 Stunden schon mal versuchen, ob es soweit fest geworden ist. Seht ihr die Melone? Es ist eigentlich ein Rotton. Es ist jetzt auch schwach, man könnte noch einen Tropfen reingeben, aber ich lasse es jetzt so, wie es ist. Das Einzige war hier zwei Tropfen wegen der Größe. Und der Rest kann ja auch luftig bleiben. Und das ist so unterschiedlich, wie die Farben arbeiten. Das ist echt krass. Hier ist das Rot, das ich glaube Strawberry, muss mir das später nochmal anschauen. Genau. Und das letzte, Melone. Das ist echt krass. Ich dachte, ich habe fünf Rottöne. Dabei sind es im Prinzip diese zwei Rottöne. Ich lasse das auch so. Ich mache jetzt, denke ich, nicht mehr rein. Oder hier ist noch irgendwie eine Lücke.
Na, ich mache noch eine Melone. Ach komm, ich mache eine Melone rein. Kleinen Tropfen Melone. Bing. So, habe ja noch weiß über. Lass es mal kurz arbeiten. So. Es breitet sich schön aus. Ihr seht hier zum Beispiel, es zieht sich schon Richtung Mitte. Ich werde die Blüten auch noch ein bisschen gestalten. Könnte sie jetzt auch so lassen. Also machen wir jetzt hier die Melone. Der Vorteil im Spritzbeutel ist auch, dass es normalerweise, toi toi toi, nicht so sehr ploppt bei mir. Wie wenn ich aus dem Becher gieße. Da besteht immer die Gefahr, gerade beim ersten oder beim letzten Gießen, beim ersten oder letzten Tropfen, dass es dann einfach nochmal hier einen Klecks gibt. Ich werde hier noch ein bisschen Glitzer reinmachen. Ich muss kurz schauen, was ich jetzt hier für mich passend finde, was es für mich hier gut aussieht. Soll nicht zu überladen sein. Ja. Das ist von Laura's Art Corner. Ich muss schauen, wie das heißt. Das ist diese. So schön Glitzer. Mega glitzerig. Ich gebe mir da ein bisschen hier rein, weil ich möchte das nicht direkt reingeben. Weil. Ich muss mich kurz konzentrieren. Weil nämlich das dann sonst sich gleich ausbreitet. Ich vermische das jetzt mal mit etwas Harz. Ja, das ist gut. Das reicht. Gibt halt doch noch mal ein bisschen Pep. Dann habe ich den meinen kleinen Spatel. Den habe ich hier. So. Das ist wirklich jetzt ziemlich dick gemischt. Und ich gebe das jetzt immer in die Blütenmitte einen Klecks rein. Mach sonst noch nichts. So. Da wo es momentan bei mir die Mitte ist, also wie gesagt, es verlagert sich noch, das zieht sich alles noch Richtung Zentrum hier von der Form. Aber ich hoffe, dass man die einzelnen Blüten noch erkennen kann. Also man kann es auf jeden Fall unterscheiden von den verschiedenen Farben. Manchmal sieht es aus wie eine große Blume. Hat auch was, klar. Und ja, ich habe überlegt, demnächst möchte ich vielleicht nochmal eine Uhr gießen. Und eine Etagere möchte ich noch machen. Ja, gibt so viele Dinge, die ich noch vorhabe. Hier mache ich noch etwas rein. So, ich denke, der Rest ist okay. Das kurz abwischen. So, dann bearbeite ich mal meine Blumen etwas. Und dann am Schluss, wenn es hoffentlich nicht mehr so arg arbeitet, werde ich mir noch ein bisschen Grün reintropfen als Blätter, die noch ein bisschen formen. Mal schauen. Also der Plan ist mal da. Jetzt nehmen wir noch ein frisches Feuchttuch. Dann kann ich mein Stäbchen immer abwischen. Ja, ich habe schon, ich weiß nicht, gefühlte 100 verschiedene Blumen probiert und irgendwie ist es doch ähnlich immer und egal. Und jedes Mal kommt es anders raus. Also das kann man gar nicht so richtig planen. Seht ihr mal, wie groß das geworden ist. Das war doch auch nur ein Klecks. Das ist unglaublich. Okay, also es glitzert hier schön in der Mitte. Vielleicht drücke ich das so ein bisschen runter. Bei jeder Blume kurz, einfach so ein bisschen. Dass es nicht hier ganz oben auf der Oberfläche hängen bleibt. Seid vorsichtig, dass ihr euch die Form nicht verkratzt. Ich gehe hier nur so ein bisschen auf und ab. Die Form habe ich auch nicht vollgefüllt. Es hat noch einen Rand. Ich wollte jetzt nicht so eine dicke Schale machen, aber bei der Größe habe ich das, kann ich das noch nicht so ganz einschätzen. Genau, also es arbeitet schön, es geht Richtung Mitte. Ich beginne jetzt einfach mal meine Blumen zu formen. Hier gehe ich mal in die Mitte rein, immer. Jetzt erstmal 4 Blütenblätter, dann nochmal 4. Bin mal gespannt, wie es bei den Farbtönen funktioniert, weil hier hat es noch ziemlich viele Lücken, ob sich die noch schließen oder
was ja noch so passiert. Ich lasse es hier mal so diese Form. Gehe in der Mitte noch mit dem Wirbel rum. Mir gefällt es mit dem Wirbel sehr gut. Ich finde, das bringt einfach nur so ein bisschen Leben rein. Jeder kann machen, wie er möchte. Es ist Geschmackssache. Wenn ich meine, ich müsste mal ohne Wirbel machen, dann mache ich ohne Wirbel. Aber ansonsten, mir gefällt es echt gut so. Genau. Dann machen wir hier. Die ist wirklich groß geworden. Ich weiß gar nicht, warum die so riesig geworden ist. Ah, im Prinzip auch das Gleiche. Aber da mache ich jetzt hier noch jeweils zwei Unterteilungen pro Viertel. Einfach ein bisschen mehr Blütenblätter. So, immer hier in mein Zentrum, was momentan noch das Zentrum ist. Aber wie gesagt, ihr werdet sehen, es verlagert sich noch. Okay, dann werde ich dann mein Tuch mal umfalten. Ein bisschen wieder saubere Stelle. Dann die Kleine mal. Ich wische mir mein Stäbchen immer ab, damit ich immer einen sauberen Anfang habe. Hat auch was, wenn man das immer so sieht außen, wenn es wieder so ein bisschen anfängt. Das sind solche, wie solche kleine Fädchen. Ist auch ganz schön. Es ist krass, dass hier so eine Abgrenzung ist. Ihr seht, da geht es Richtung Mitte. Das ist echt der Knaller. Okay. Was machen wir jetzt hier? Ja. Also hier auch im Prinzip das Gleiche, aber eigentlich ist mal 6 Blütenblätter. Und dann gehe ich hier noch nach außen. Etwas Abwechslung. Meine Mitte. So, hier mache ich auch das gleiche wie hier. Auch 6 Blütenblätter zeichnen. Ich mache immer so irgendwie eine Wissenschaft draus, keine Ahnung, man muss einfach mal machen. Das kann ich scheinbar nicht. Das ist mein Schicksal. Naja, wenn es nur das ist. Ich mag auch, wie das Haar so langsam dicker wird. Ist gut. Dann hoffe ich, dass meine grünen Blätter, die ich noch reinmachen möchte, in Form bleiben. Was ist denn hier passiert? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hier. Einmal wirbeln. So. Das ist schon zäh geworden. Das ist so der Knaller. Da habe ich was irgendwie verkleckst. Aber ist egal. So, zwei haben wir noch. Was machen wir mit euch? Oh, das ist richtig eierig geworden. Das ist ja richtig doof. Was mache ich mit euch? Ich glaube, hier mache ich nochmal normal wie hier. Und da mache ich nochmal mit so Zacken raus. Da ist noch ein Fussel drin. Ah, das ist bestimmt von meinem Feuchttuch. Habe ich ihn? Nein. Hab's nicht. Oh nein. Ich habe ihn. Das ist der Nachteil in den Feuchttüchern. Manchmal gibt es einfach Fussel. Ich nehme noch ein frisches. Aber das ist sowieso die Unterseite. Dann wäre es nicht ganz so tragisch gewesen. Die schöne Seite, die macht es ja immer spannend. So. Also hier mache ich einfach nochmal meine Blütenblätter nach innen. Ich bin mega gespannt, wie das rauskommt. Dann habe ich jetzt mir quasi ein Farbmuster gemacht mit verschiedenen Rottönen, wobei das Melone ja eigentlich gar nicht rot ist. Und das ist auch eher so Richtung Lila. Aber das ist gut, dann weiß man immer, was man nehmen kann. Sieht, wie es rauskommt. Und ja. Wirbel, das gibt es hier. Das
hat es hier ziemlich viel Glitzer drin, aber es ist schön. So, und diese Melone, die mache ich jetzt nochmal mit Zacken nach außen. Es macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Ist immer spannend bis zum Schluss, was da rauskommt. Es ist jedes Mal anders, also man bekommt irgendwie nicht genau das gleiche Ergebnis. Ist auch schön, dass es so viele Künstler gibt. Jeder hat so irgendwie seine Handschrift, jeder hat so seine Art, sein eigenes oder sein Herz. Wartet unterschiedlich lange, hat so vielleicht ein bisschen seine Techniken schon entwickelt. Und auch wenn einer sagt, ich mache das jetzt auch mal, es wird garantiert anders rauskommen. Das finde ich so faszinierend, finde ich echt schön. Genau, also es glitzert mal schön, bin zufrieden. Jetzt werde ich mir grün raussuchen. Was haben wir denn hier? Haben wir hier Green Apple und Olive Bottled Green, Green Tea. Vielleicht noch ein dunkleres. Woodruff Evermoon. Habe jetzt mal die drei verschiedenen Grüntöne. So. Meine Flaschen sind zum Teil schon verschmiert, aber das ist egal. Green Apple, Green Tea und Woodruff. Das Woodruff sieht mir dunkel aus. Probieren wir mal erst noch was erstes. So. Und mal hier ein Klecks. Und da ein Klecks. Und da ein Klecks. Ohne System einfach mal klecksen. Dann Green Tea, Grüntee, hört sich ja schon mal gut an. Grüntee. Bäh. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr die Flaschen eine Weile nicht öffnet, dann sind so vertrocknete Stellen und sonst tropft euch das da rein. Also einfach kurz ein bisschen aufpassen und abwischen. Das habe ich jetzt gerade schon gemerkt, seht ihr? So. Also das ist jetzt Green Tea. Einmal. Da wollte noch mal ein Klecks raus. Da wollte noch ein Klecks raus. So witzig, wie das hier arbeitet. Hier machen wir eins und da und noch einer da. Klipp. Und dann kommt noch Green Apple. Grüner Apfel. Schauen wir mal. Also es ist ein dunkleres Grün, ein helleres Grün. Mal sehen, ob das jetzt hier mittendrin ist, wie der grüne Apfel aussieht. Was für eine Rasse das ist. Was für eine Sorte. Wo habe ich noch Platz? Hier. Hier, mal ein bisschen näher hin. Egal. Da habe ich noch Platz. Ja, okay. Also ein bisschen unregelmäßig verteilt, das passt. Da mache ich jetzt da kein Weiß rein. Das soll jetzt einfach hier Blätter imitieren. Ich warte noch kurz einen Moment, bis es ausgearbeitet hat. Also es zieht sich Richtung Mitte. Und das heißt, ich werde jetzt hier einfach mal so nach außen ziehen, durch die Lagen durch und werde mir hier so ein Blatt quasi zeichnen. Der Spitze nach außen. Genau. Und dann einfach mal schauen, was draus wird, was es gibt. Ist voll witzig, wie das jetzt arbeitet. Man sieht halt einfach den Alkohol da drin. So. Dann hier ein bisschen schräg, da auch ein bisschen schräg. Und was machen wir mit dir? Okay, es ist ein größeres geworden. Ich hätte fast noch ein bisschen Platz hier, aber ich glaube, ich lasse es einfach so, wie es ist. Bin mal mega gespannt, was es gibt. Ihr könntet auch Blätter zweifarbig gestalten, aber ich wollte es jetzt einfach mal so lassen. Voll witzig. Also mir gefällt es mal gut. Ich bin mal mega gespannt. Es glitzert. Schöne Farben. Nicht zu grell. Die Blätter werden nachher dann eher transparent sein.
Mit den Blumen bin ich mega gespannt. Seht ihr, wie das ist? Sieht hier so aus wie ein Ring. Aber ich hoffe, das zieht sie noch ein bisschen in die Mitte. Ihr könnt, wenn ihr wollt, noch vorsichtig mit dem Föhn oder mit dem Feuerzeug drüber gehen, damit noch die oberflächlichen Bläschen ein bisschen verschwinden. Muss mal schauen, ob meine Kamera noch aufnimmt. Ja, gut. Genau. Also, das war's dann mal von meiner Seite aus. Sieht schon mal cool aus. Bin echt mega gespannt. Und ja, wie gesagt, ich gehe noch ganz kurz mit dem Föhn drüber und das war's. Und dann sehen wir uns zum Ausformen bzw. zum Umformen. Also ich werde mal nach 4, 5 Stunden versuchen, ob ich das rausbekomme und in eine Schale reindrücken. Eine Blumenschale gibt das. Genau. Also dann bleibt mal gespannt. Bis bald. Ciao, ciao. Ich habe meine Reste aufgebraucht. In der Zwischenzeit hat sich das jetzt so verändert. Seht ihr, wie das schon geflossen ist? Voll faszinierend. Also ich bin mal wirklich gespannt, was da rauskommt. Ich bin ganz froh, dass meine grünen Blätter ein bisschen in Form geblieben sind, noch als Blätter erkennbar sind. Und ja, dann schauen wir mal, was noch herauskommt. So viele Lagen. Es sieht aus wie nachher eine große Blüte, habe ich das Gefühl. Aber ja, wir werden sehen. So, jetzt ist es 4 Stunden später. Ich weiß nicht. Ich hoffe mal, dass ich das schon ausformen kann. Ich hoffe, ich versäume meine Form nicht, also meine Blume nicht. Bin neugierig und muss das jetzt einfach mal machen hier. Genau. Also, das ist jetzt meine Blume. Moment, Spannung steigt. Cool. Also, sind jetzt nicht oder erkennbar die einzelnen Blumen. Sieht es aus wie eine große mit Strahlen. Aber sieht cool aus, gefällt mir. Das drücke ich jetzt hier meine Form rein. Habe ich gerade schon vorbereitet. Die gute Tupper-Schüssel. Ich drücke das bis runter und drücke mir die Stehfläche an. Ist ein bisschen schräg geworden, glaube ich. Naja, egal. Bin so zufrieden eigentlich, wie sie aussieht. Gefällt mir gut. Vielleicht werde ich die Kante noch gestalten. Und ja, genau. Also vielleicht mit irgendeiner Farbe, Gold, Silber, Bronze. Ich weiß gar nicht, was ich da habe. Ich habe die Stifte schon so lange da und habe es noch nie probiert. Genau. Also, das ist meine Schale mit Blume. Sollte eigentlich mehrere Blumen darstellen. Vielleicht kann man es erkennen, aber ja, mit den Blättern sieht es auch gut aus. Da sind die Blüten ein bisschen drüber gegangen. Finde es eigentlich ganz schön. Genau, bis auf die Tatsache, dass ich es schräg in die Schale reingedrückt habe. Ja. Okay, das ist meine Schüssel. Meine Blumenschale. Bin zufrieden. Genau, ich hoffe, das hebt. Muss jetzt nachher gleich noch die Fingerabdrücke beseitigen, von die jetzt vom Handschuh entstanden sind. Wobei sich das jetzt eigentlich selber wieder raus. Ja, das geht selber raus. Genau. Okay, und das war's im Prinzip. Ich werde dann noch ein paar Bilder von der ausgeformten Schale hinhängen. Aber soweit kann ich das Video hier mal beenden. Es ist soweit fertig. Und dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Ich werde noch mehr Experimente starten. Vielleicht muss ich ein bisschen länger warten, damit sich die Blumen nicht zu sehr in die Mitte ziehen. Aber ja, ich finde sie mega cool. Sieht gut aus. Mit dem Glitzer ist es super. Tolle Farben. Gefällt mir sehr, sehr gut. Genau, das sind jetzt meine verschiedenen Rottöne. Mit Lila, Orange und Rot eigentlich. Genau, und ihr seht, vielleicht, das spiegelt sich hier im Rand in der Kante wieder. Da sieht man so die verschiedenen Farben schimmern. Ich finde es echt super. Sieht cool aus. Die Geodeform, die hat schon was Tolles. Genau. Okay, also das war's dann mal von meiner Seite. Man sieht von den magischen Blumen nicht mehr viel. Bin aber sehr zufrieden. Mir gefällt es sehr gut. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Würde mich dann über einen Kommentar freuen, über einen Daumen hoch natürlich, über ein Abo, wenn ihr mögt. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns zum nächsten Video. Ciao, bleibt gespannt, was als nächstes kommt.